riskante Strategie auf den weichen Reifen kommt. Startausstellung für das Saisonfinale von Abu Dhabi. Es geht in die letzte Runde hier. Sergio Perez mit der Pole Position mit 3 Zehntel Vorsprung vor Charles Leclerc, der den Vizetitel einfahren will. Dafür muss er vor oder nur knapp hinter Hamilton ins Ziel kommen. Norris mit einem genialen dritten Startplatz vor Sainz. Dann Alonso auf der 5 und Ocon auf der 6. Richtig schlecht für uns. Russell dann vor Stroll und Tsunoda, Gasly auf der 10. Wir kommen auf Platz 11 und profitieren von der ein oder anderen Gridstrafe. Hamilton, Bottas, Joe dahinter, Verstappen auf 15. Magnussen, dann Vesti, Sargent, De Vries, Lawson, Neuling in der Formel 1, dann Piastri und Albon ganz hinten. Und damit Servus und herzlich willkommen zur F1-23 My Team Karriere mit Alibaba Racing. Wir stehen kurz vor dem Saisonfinale und haben noch einen großen Kampf zu gehen. Wir sind punktgleich mit McLaren und 7 Punkte vor Alpine und die Ausgangslage ist grottenschlecht. Wir sind zwar auf keinem schlechten Startplatz, im Qualifying sind wir auf Platz 13 gefahren. Das ist schon okay im Mittelfeld, aber wir haben Alonso und Norris bei McLaren und die laufen richtig gut hier in Abu Dhabi, Platz 3 und 5. Also ich glaube nicht, dass wir an McLaren rankommen heute, vor allem als Einzelkämpfer. Piastri, unser neuer Teamkollege mit einer Gridstrafe direkt im ersten Rennen, der wäre aber auch nur 17. gewesen. Der kam ganz knapp nicht aus Q1 raus. Scheint aber etwas besser zumindest zu performen als Vesti, zumindest ein paar Zehntel vielleicht. Also ganz, ganz schwierige Ausgangslage und Esteban Ocon ist auch in der Top 6 mit seinem Alpine. Das wird richtig eng, dass wir da 7 Punkte verteidigen quasi gegen Alpine. Wir müssen vermutlich in die Punkte kommen, damit das funktioniert. Oder eben bei den Alpinen muss einiges schief gehen. Wir könnten eine richtig riskante Strategie fahren. Ich glaube, das ist in Abu Dhabi hier immer so gewesen, dass uns das dann so ein bisschen ja, Hoffnung verspricht und dann ist es doch nicht so gut, nämlich Soft Medium oder wir machen Medium Hard. Das ist so die beste Strategie, könnte man vermuten. Andererseits ist Soft Medium schon auch gar nicht so uncool, würde ich mal sagen, weil wir da am Anfang vielleicht ein paar Plätze gut machen können. Und das ist der Grund, warum ich tatsächlich jetzt die riskante Strategie fahre, weil wir einfach so viele Plätze hinter Ocon, Norris und Alonso sind, in der Hoffnung, dass wir da vielleicht jemanden am Start ärgern können. Wir probieren es mit der riskanten Soft Medium Strategie und hoffen, dass wir damit gut ins Rennen kommen. 29 Runden stehen uns hier im Saisonfinale, bevor die meisten auf Medium-Reifen, Gasly direkt vor uns auch auf Soft-Reifen. Und da kommen einige wieder nicht gut los. Auch Ocon kommt nicht perfekt los. Gasly auf weichen Reifen kommt aber gut los. Wir können uns hier außen ransetzen und sind vorbei an Pierre Gasly, direkt hinter Esteban Ocon auf Rang 8 jetzt. Super Start zwischen den beiden Alpines. Die Frage ist, ob Gasly hier 1-Stop oder 2-Stop fährt. Das kann natürlich auch noch interessant werden. Aber wir haben erstmal den Start richtig gut gemanagt, haben 2 Plätze gut gemacht. Und sind jetzt in direkter Verfolgung zu Esteban Ocon, der vielleicht einen Reifennachteil haben wird. Aber die Topspeed scheint wieder richtig gut bei den Alpinen zu sein. Ich bin voll auf ERS. Und trotzdem kommt Gasly näher und wir kommen nicht ran an Ocon. Jetzt kommen wir näher. Riskante Strategie auf den weichen Reifen. Kommen wir da außenrum an Ocon vorbei vielleicht? Wir versuchen es einfach mal und können außenrum besser beschleunigen und sind jetzt durch an Ocon. Nice! Super erste Runde. 3 Plätze gut gemacht und vorbei der Alpine gekommen. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Es wird gegen die McLaren sehr schwierig werden. Ich schätze nicht, dass wir da eine Chance haben, aber zumindest die Alpinen können wir hoffentlich in Schach halten in diesem Grand Prix. Gasly und Ocon fighten miteinander, anstatt dass Gasly hier einfach durchrutscht mit den weichen Reifen. Jetzt ist er hoffentlich vorbei. Was heißt hoffentlich? Mich freut es natürlich, wenn die noch ein bisschen länger fighten, aber teamintern verstehen die sich offensichtlich gar nicht gut. Die kämpfen immer noch und es sind schon 1,5 Sekunden Rückstand. Wahnsinn. Und Platz 3 wird da vorne hart gekämpft. Norris, dann der Ferrari und Alonso sind da involviert. Wir können aktuell noch im DRS-Fenster zu Stroll bleiben. Da vorne war Alonso neben der Strecke. Uiuiuiui. Knappe Geschichte hier. Und Pierre Gasly ist direkt bei uns im Getriebe. Das scheint eine richtig gute Pace zu haben. Und Gasly ist richtig nah an uns dran. Der hat eine deutlich bessere Pace, als wir das haben. Wir können trotz DRS nicht ohne Probleme verteidigen. Gegen den Alpine, bisschen später gebremst.
Dadurch können wir noch vorne bleiben. Zum Glück haben wir noch das DRS auf Stroll und die Vorderleute. Sonst wäre Gasly schon längst vorbei. Ich hoffe, dass wir hier gut genug vorne wegkommen, dass zumindest Ocon da hinten nicht hinterherkommt. Jetzt ist da auch schon Russell. Das erinnert mich so ein bisschen an den letzten Grand Prix. Aber diesmal werden wir pacetechnisch nicht so leicht hier vorne bleiben können. In Las Vegas war das dann doch eine kleine Überraschung. Ja, wir versuchen jetzt hier mitzuschwimmen in diesem Bulk und hoffentlich die Reifen nicht überzustrapazieren. Denn das wird hier auf jeden Fall ein kritischer Faktor werden gegen die Konkurrenz. Russell, der versucht jetzt an Gasly vorbeizugehen. Ist neben ihm jetzt auf der Innenbahn und es scheint so, als ob Russell sich hier pacetechnisch eher in Richtung der Ferrari bewegt. Und wir brauchen auf jeden Fall das richtige Mittelmaß zwischen Reifenspann, ERS-Anspann für den Ernstfall und trotzdem genug pushen, dass wir hier hinterherkommen, weil offensichtlich ist Stroll nicht schlecht und wir sind gar nicht allzu flott unterwegs. Russell und Gasly, die haben gekämpft, kämpfen immer noch, deshalb jetzt der Abstand hinter uns. Und wir müssen wirklich gucken, dass wir innerhalb des 1-Sekunden-Fensters zu Stroll bleiben, der ja selber DRS hat. Das heißt, da dürfen wir nicht irgendwie vom Gas gehen. Sprachlich und eine halbe Runde später ist Stroll schon 1,5 Sekunden weg. Und das liegt jetzt daran, dass die weichen Reifen so langsam den Turning Point erreicht haben. Die sind jetzt nicht mehr so gut wie die Medium-Reifen, im Gegenteil. Die Medium-Reifen entfalten jetzt so richtig ihre Pace. Man sieht es auch an den Hinterleuten, da ist nämlich Gasly und plötzlich gar nicht mehr da. Ocon ist an Russell vorbei und dann kommt erst Gasly. Ocon, der jetzt nur noch 19. hinter uns ist, der hat wohl ein technisches Problem. Großes Glück für uns. Wobei der einfach ja auch auf einer anderen Strategie ist. Man sieht es an der Pace der Softreifen, die jetzt einfach einbrechen. Dahinter zu Noda, dann großer Abstand schon zu Russell. Der hat sich da in Kämpfe mit Gasly und Co. verwickelt und deshalb der große Abstand. Und wir haben echt zu kämpfen mit unseren weichen Reifen hier. Aber wir müssen nur noch eine Runde aushalten und dann geht es für uns schon per Strategie auf die Medium-Reifen. Und dann haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht bislang in diesem Rennen. Ich freue mich auf den frischen Satz Reifen, den wir jetzt gleich in der Boxengasse abholen werden. Langsam sind die Softreifen wirklich nicht mehr schön zu fahren gewesen. Und Gasly war schon vor 2 Runden drin. Ich denke, dass der vielleicht sogar eine 2-Stop-Strategie macht. Das werden wir dann sehen. Und ich glaube, Russell hat tatsächlich ein technisches Problem. Wenn wir die Abstände mal anschauen, der hat jetzt das ganze Feld eingebremst. Da können wir nur hoffen, dass uns das hilft. Und nein, das gibt's doch nicht. Kleines Problem bei uns. Gasly ist auf Medium-Reifen. Der kommt jetzt an uns vorbei, so wie es scheint. Ich hoffe, dass das nicht wegen des Boxenstopp-Fehlers war. Gasly ist vorbei. 2 Sekunden. Ja, 3 Sekunden. Der wäre wahrscheinlich so oder so an uns vorbeigekommen. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir vor dem Fries rauskommen. Und das war ganz knapp und hat gereicht. Jawohl. Kein Verkehr also. Und frische Medium-Reifen, das hilft natürlich jetzt, weil die anderen Konkurrenten abgefahrene Medium-Reifen noch 2-3 Runden fahren werden, bis sie auf die harten Reifen gehen. Bei Gasly bin ich mir nicht sicher, der könnte theoretisch durchfahren, kann aber eventuell auch reinkommen. Das wäre richtig ärgerlich, wenn wir jetzt hier diesen Platz gegen Gasly insgesamt verloren hätten. Bisschen Glück haben wir jetzt, dass Gasly im Verkehr stecken bleibt. Gerade hatten wir noch 3 Sekunden Rückstand, jetzt sind es nur noch 2, weil er da vorne einige Leute überholen muss, die noch nicht an der Box waren, aber das blüht uns jetzt auch gleich, wobei die wahrscheinlich in Runde 14 oder 15 an die Box kommen werden. Also vielleicht werden wir da nicht ganz so krass aufgehalten, wie das jetzt bei Gasly der Fall ist. Da vorne ist übrigens auch Piastri, unser neuer Teamkollege. Und hier direkt vor uns Liam Lawson, der Formel 1 Neuling im Haas. Da vorne Gasly neben einem Alpha Tauri, neben Albon, der seit diesem Rennen da dabei ist. Und wir können jetzt gut rausbeschleunigen und trotz DRS von Lawson hoffentlich hier auf die Innenbahn gehen und an ihm uns vorbeidrücken. Das sieht gut aus. Und da vorne fightet Gasly wirklich hart mit Albon und auch Piastri, wie gesagt, ist da involviert. Ich hoffe, dass er uns hier sieht und vorbeilässt. Nein, natürlich nicht, weil er kämpft auch gegen Albon. Das gibt's doch nicht. Da verlieren wir jetzt gerade massig Zeit. Gasly fährt davon. Jetzt kommt Piastri in die Box. Auch Ocon ist in der Box. Da kommen wir locker vorbei. Der hatte, wie gesagt, ein technisches Problem. Jetzt ist eher Gasly unser Gegner. Albon richtig langsam hier. Aber zum Glück gibt es gleich DRS und dann können wir da vorbeigehen.
So, kein Problem jetzt an Albon vorbei, dem seine Reifen sind gar nichts mehr. Und jetzt ist der Abstand zu Gasly wieder 2 Sekunden und Russell ist auch vor uns wieder rausgekommen. Rote Flagge! Rote Flagge, weil hier ein Unfall passiert ist zwischen Tsunoda und Russell. Wahrscheinlich. Okay, wow. Ja, so ganz glücklich bin ich ehrlich gesagt nicht mit der roten Flagge, weil das heißt, dass jetzt auch andere Leute, die eigentlich strategisch im Nachteil sind, weil sie jetzt nur noch die harten Reifen hätten aufziehen müssen, irgendwo anders im Feld sind. Beziehungsweise, ja, was passiert denn jetzt eigentlich mit denen, die vor uns sind? Es sind so viele Leute jetzt vor uns, die noch nicht an der Box waren. Zum Glück war Ocon schon drin. Aber wir werden auf jeden Fall ein paar Plätze dadurch verloren haben, auch wenn wir jetzt nochmal frische Medium-Reifen draufziehen können. Es sind nur 2 Runden, die es uns erspart dadurch. Sehr, sehr schade. Aber weiter geht's hier. Shogun Yu kommt da gar nicht gut weg. Auch Leclerc kommt nicht gut weg. Boah, ist das eng hier. Da gibt's Kontakt zu viert hier in diese Kurve. Und wir sind irgendwie da auf Platz 6 zurückgekommen. Das war kurios. Gasly hat auch einige Plätze gut gemacht. Ist direkt hinter uns. Und das sind einige auf weichen Reifen, andere auf harten Reifen. Gasly, der kommt mit Überschuss. Wir haben nicht so viel ERS angespart. Dahinter kommt Tsunoda auf weichen Reifen. Und es gibt doch noch Spannung in diesem Rennen. Gelbe Flagge jetzt, was ist passiert? Ich glaube nichts Größeres. Stroll mit dem Angriff da vorne gegen Alonso. Ohne DRS ist noch nicht wieder freigegeben. Da wird es ganz eng zwischen den beiden. Und Stroll kommt nicht gut aus dieser Kurve raus. Können wir davon Profit tragen? Nein, leider nicht. Wir haben kein ERS mehr oder fast keins mehr. Deshalb können wir da nicht zurückfalten. Gasly versucht sich innen durchzuschieben. Nutzt aus, dass wir hier nicht wirklich vorwärts kommen, aber muss nochmal zurückstecken. Da hat er kurz einen Quersteher drin gehabt und muss deshalb nochmal zurückziehen, bevor er kollidiert mit uns. Das wird also auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Kampf werden. Wir können in der Theorie den Platz an Gasly problemlos überlassen. Die Frage ist nur, wo ist Ocon? Hat er sein technisches Problem gelöst? Holt der Punkte? Stroll scheint irgendein Problem zu haben. Der kommt gar nicht hier vom Fleck. Wahnsinn. Gasly bremst sich außen hin, da ist kein Platz, aber er versucht es trotzdem, muss sich wieder hinten einreihen. Und Stroll hat kein DRS auf, doch er hat nochmal DRS auf Alonso, trotzdem sind wir gerade richtig schnell. Aber ich glaube, ich möchte mich hier nochmal zurückfallen lassen, um dann auf der nächsten Gerade DRS zu haben. Weil von hinten gerade keine Gefahr war, Stroll über den Randstein. Wir können hier innen durchgehen und sollten eigentlich jetzt DRS haben. Nein, wir haben kein DRS. Da waren wir bei der Messlinie doch weiter hinten. Schade. Ja, jetzt ist aber Tsunoda am Fight mit Gasly da hinten. Es bleibt super spannend. Vielleicht können wir aber auch an Alonso dranbleiben. Der scheint die Pace von der Top 3 nicht gehen zu können mit den harten Reifen. Oh mein Gott, Spannung in diesem Rennen. Und es ist sehr interessant, weil pace-technisch waren wir im ersten Stint eigentlich nicht wirklich konkurrenzfähig. Vor allem nicht hier vorne in der Top 5. Aber scheinbar hat irgendwie Stroll ein Pace-Problem und Alonso kommt auch nicht wirklich vom Fleck, deshalb können wir jetzt hier mit DRS erstmal an dem McLaren vorbeigehen. Eine Überraschung nach der anderen. Ich dachte eigentlich, der Restart nach der roten Flagge ist schlecht für uns, aber scheinbar haben wir auf dem Medium-Reifen doch mehr Pace, als wir dachten im Vergleich zur Konkurrenz. Jetzt ist Gasly vorbei an Stroll und das ist bislang eigentlich ein sehr entspannter zweiter Stint, hätte ich nicht für möglich gehalten. Alonso schafft es nicht anzugreifen, hier hat er mal versucht reinzudiven. Aber das war schon sehr mutig. Langsam werden die Medium-Reifen und die harten Reifen sich angleichen. Wir holen zumindest auch keine Zeit mehr nach vorne aus, sondern verlieren eher ein bisschen. Wichtig und interessant wird aber zu sehen sein, ob wir Gasly da in Schach halten können. 5,5 Sekunden Rückstand zu ihm. Und es ist 26 von 29 und es sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Mittlerweile ist Tsunoda mit weichen Reifen auf Platz 6, der die rote Flagge verursacht hat. Der hat George Russell direkt hinter sich, der hat es mittlerweile wieder aufgeholt und jetzt ihn sogar überholt und Gasly hat danach einen großen Abstand zu den beiden, also da läuft es auch nicht gut. Für uns läuft es also wunderbar hier in diesem Rennen und ich frage mich wirklich, wie viele technische Defekte die KI hat, denn Stroll ist mittlerweile auch schon einige Plätze zurückversetzt worden. Da ging einiges schief und das muss ja ein technischer Defekt sein, weil der war vorher ja schneller als wir es waren. Jetzt kommt nochmal Alonso, der hat sich jetzt hier die ganze Zeit das aufgespart, um in der letzten Runde an uns vorbeizugehen, das gibt's doch nicht. Schade.
Wir können da vielleicht nochmal mit der S zurückkämpfen und oh, er holpert über den Randstein. Wir bekommen einen defekten Frontflügel dadurch. Damit war nicht zu rechnen. Und jetzt kommt Russell auch noch und wir werden Probleme haben mit dem Frontflügel. Deshalb reihe ich mich da lieber gleich hinten ein. Auch zu Noda kommt vorbei und dann ist hier eine riesengroße Lücke nach hinten. Wir werden es nicht mehr schaffen, hier diesen vierten Platz zu verteidigen. Aber das ist letztlich auch egal, oder? Jetzt muss ich mal überlegen. Gegen Norris müssen wir gleich noch rechnen. Aber das war ja super unglücklich hier gegen Alonso. Aber wir werden mit diesem siebten Platz hier den sechsten Platz in der Konstrukteurs-WM halten, verteidigen. Und dieses Saisonfinale hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben fast alles richtig gemacht und beenden diese glorreiche erste Saison. Boy, that was hard to find. I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, I caught feelings, how could these feelings? Und das war's mit dieser Saison, wo so viel coole Dinge passiert sind. Ein Sieg, ein Podestplatz, zwei vierte Plätze oder ein vierter Platz, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall richtig, richtig geile Saison und dann haben wir heute auch noch 6 Punkte geholt und so Alpine erfolgreich verteidigt. McLaren heute nicht zu schlagen, vor allem Lando Norris, der ist um den Sieg heute mitgefahren. Der hat mit Platz 3 wirklich gezeigt, was in McLaren steckt und warum McLaren uns auf jeden Fall schlagen darf. Wie geht dieses Rennen noch zu Ende? Perez gewinnt, das ist auch eine Seltenheit gewesen in dieser Saison. Sainz wird Zweiter, schlägt auch Leclerc, der nur Achter wurde am Ende. Tsunoda bei seinem ersten Rennen im Aston Martin, was dem Bug geschuldet ist, ist immerhin auf Platz 6 nach vorne gefahren. Gutes Rennen von ihm hier. Gasly und Ocon werden 9. und 10. holen, also nicht genügend Punkte, um uns noch zu verdrängen in der Konstrukteurs-WM. Dann Bottas, Stroll, der einen technischen Defekt im zweiten Stint hatte. Magnussen, erstes Rennen für Williams. Verstappen, der hat noch eine Strafe kassiert und kam nicht wirklich durch den Verkehr heute. Albon für Alpha Tauri dann auf Platz 15. Dann Lawson, Vesti vor Piastri. Das will man eigentlich nicht wissen. Aber die haben auch alle hier eine 2-Stop gemacht ab Leclerc runterwärts, beziehungsweise okay, bei uns steht auch 2-Stop. Ach so, wegen dem, ach logisch, ja nee, das war wegen der roten Flagge, deshalb, das waren die Leute, die schon vorher drin waren. Okay, verstanden, also keine 2-Stop im klassischen Sinne. Lewis Hamilton, auch der wieder mit einem technischen Defekt oder und mit einer 3-Stop-Strategie, ganz, ganz seltsam. Der hat die letzten 2-3 Rennen auch nur sehr viel Pech gehabt und konnte deshalb nicht mehr um den Vizetitel mitfahren, den jetzt Charles Leclerc inne hat. Hamilton 3., Russell dann auf der 4, Perez 5., dann Alonso, Sainz, Norris mit 3 Punkten mehr als wir. Und wenn ich jetzt nochmal rechne, wenn wir 4. oder 5. geworden wären, selbst wenn uns also Alonso gekriegt hätte und Russell und Tsunoda nicht mehr, dann hätte das gereicht, um vor Norris am Ende zu sein in der Fahrerrangliste. Super, super ärgerlich, dass das nicht geklappt hat und dass wir dann auch mit Alonso kollidiert sind. Aber auf der anderen Seite ist zum Glück nichts Größeres passiert und Alonso hätte uns eh gekriegt. Und vielleicht hätte sich dann auch noch Russell und Tsunoda vorbeigedrückt. Oder auch nur Russell und dann hätte es schon wieder nicht gereicht. Also, kurzum, mit dem 8. oder 9. Platz können wir uns eh nichts kaufen. Deshalb alles gut hier. Ich bin da nicht unhappy darüber. 9. Platz ist wunderbar. Über 100 Punkte, genial. Wir haben so viel mehr als Gasly, Stroll, Ocon, Bottas, Albon und Co. Und ja, genau, das war's im Prinzip von hier. Die Konstrukteursrangliste hier nochmal. 10 Punkte Vorsprung vor Alpine. Alleinig eingefahren, weil unsere Teamkollegen Vesti und Piastri keine Punkte eingefahren haben. Ansonsten gab es keine Kämpfe mehr. Alfa Romeo vor Williams, Haas und Alfa Tauri punktgleich, aber Haas mit der besseren Platzierung. Ja, eine tolle Saison neigt sich dem Ende zu und ich möchte nicht lange reden, sondern das Video schnell beenden, denn es wird dann in 3 Tagen das nächste Video geben.
wo es dann letztlich in die neue Saison geht. Wir werden diese Saison beenden, alle organisatorischen Schritte noch erledigen, schauen, dass das mit der Forschung und Entwicklung passt. Unser Geld, was wir bekommen, für den tollen 6. Konstrukteursplatz auch hoffentlich langfristig gut anlegen. Eine kleine Info hier noch, das nächste Video wird nicht wie gewohnt in 3 Tagen rauskommen. Ich bin nämlich im Urlaub, deshalb wird es eine Videopause geben. Entweder 1 oder 2 Wochen, das weiß ich noch nicht so genau, das müssen wir mal schauen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann trotzdem zum Start in die neue Saison. In alter Frische dann. Macht's gut bis dahin. Ciao und Servus.